Genau, unsere Norwegen-Kampagnenarbeit, Sie haben ja schon gesagt, Sie können öfter bei Rewe einkaufen. Ja? Wir machen jedes Jahr einen Supermarkt-Check. Wie lange seid ihr da? Um zu gucken, wie transparent sind die Supermärkte, wie sieht das alles aus, was kann man da tun. Und wir haben gemerkt, okay, so viel können wir da gar nicht erfahren, weil so viel machen die Supermärkte nicht öffentlich. Dann haben wir gesagt, okay, wir fliegen nach Ecuador und gucken uns an, wie die Arbeitsbedingungen vor Ort sind. Was wir da gesehen haben, war super erschreckend. Wir haben ganz viele Augenzeugenberichte, die davon beschreiben, dass die Leute auf dem Feld arbeiten, während das Flugzeug mit Pestiziden über sie drüber fliegt. Ja, die Umweltbedingungen, ja, das ist ja auch grauenvoll. Genau. Und dadurch, dass wir da mit unserer Lobbying-Kampagnenarbeit, durch viele Aktionen und Pressearbeit da so ein bisschen Druck aufgebaut haben, konnten wir erreichen, dass Lidl jetzt nur noch Fairtrade-Bananen anbietet. Super. Bis 2020 ist das alles durch. Bayern hat es jetzt schon. Also es ist auch schon fertig. Und keine Äpfel aus Neuseeland. Ne? Ja. Die wachsen nämlich in Oberhessen. Ne? Ja. Und Kaffee wächst halt nicht in Oberhessen, den müssen wir halt importieren. Dann bin ich also dafür. Ne? Also gut, weiter, genau. Nächster Platz. Ne? Ja, soziale Ungleichheiten, ganz klar. Ja. Wir stehen auch viel für Frauen ein. Sehr. Wenn man ehrlich ist, sind denn meistens die gestern Frauen war immer noch benachteiligt. Was für ein Tag, der Frauentag, dieser... warte mal, der Name mit P, nee, EP. Equal Pay Day. Equal Pay Day. Ja, genau. Pay Day. Genau, ich kann kein Englisch. Sorry, ja, kann nicht jeder alles, ne? Ja, gibt genau, ja Leute, die können Russisch. Frauentag war ja auch schon am 9. März, genau. Ja, genau. Cool. Da habe ich auch Videos gedreht, alles hochgeladen, nie besessen. Ja, wir waren letzte Woche, wir waren da, in der Woche waren wir in Würzburg unterwegs. Ja. Und da war, ist eine Demo direkt an uns vorbeigelaufen. Ach, hier kommt ja richtig cool. Gut rum, ne? Ja, durch so eine Reisekampagne ziemlich cool eigentlich. Ich finde das ja gut, dass es so organisiert, dass die Jugend da auch ein bisschen was macht. So. Früher hat man das ja auch gemacht, aber irgendwann mal in dem Alter, dann merkt man, man ist nicht mehr dieser Farbmittel-Typ, ne? Ja. Aber weiter, ne? Genau. Dann geht es natürlich darum, dass wir auch Unterstützer suchen und die eben sagen, hey, wir finden es toll, was ihr macht, wir wollen euch helfen. Ja. Und hier sieht man schon, man kann mit 10 Euro im Monat, das ist eigentlich nichts, einem ganzen Jugendlichen die komplette Ausbildung bezahlen. So, das ist einfach super, super krass, genau. Und das, worauf wir besonders stolz sind, ist, dass 90% von allem, was wir einnehmen, wirklich in die Projekte kommen. Es bleiben nur 10% in der Verwaltung. Und das eben nur, um eben sowas zu bezahlen oder das Material oder den Pavillon und all sowas. Und das ist alles. Ja, ja, natürlich. Es muss ja auch in allem steckt Arbeit. Natürlich, ja klar. Deshalb mache ich die Sache jetzt demnächst rund mit einer Geldreform. Ja. Da können wir uns dann gleich weiter unterhalten. Jetzt machen wir nochmal fertig hier. Ja, ganz wichtig natürlich Deutscher Spendenrat, transparente Zivilgesellschaft, das DZI. Ja, genau. Genau, das Transparenz ist ja eins meiner Lieblings-Hashtags. Genau. Genau, richtig cool. Wir haben natürlich auch prominente Unterstützung, die Toten Hosen gehören dazu, die nehmen uns ganz oft mit auf Tour. Dann natürlich, dass wir schon 44.000 Spenderinnen haben, die uns unterstützen und sowas. Ja. Und das Wichtigste natürlich, und das werden Sie wahrscheinlich am besten unterstehen, eine NGO lebt davon, dass sie Unterstützer hat. NGO heißt nicht Regierungsorganisation. Genau, No Government Organization. Genau, und das bedeutet ja, wir sind frei von Staat und Kirche. Ja. Und dadurch ist es eben wichtig, dass wir diese politische Macht bekommen durch unsere Unterstützer, die sagen, sie wollen uns helfen. Und sie stehen dahinter, was wir haben, weil nur durch diesen Rückenwind können wir diese ganzen Projekte durchführen. Ja. Weiter jetzt. Genau. Das war es eigentlich schon. Ach so. Tatsächlich. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ne? Mein Name ist Wolfgang Martin. YouTube-Kanal ist Wolfgang Martin. Bionik mit Wolfgang Martin. Und energieeffiziente Transportsysteme. Darüber unterhalten wir uns jetzt an meiner Wanderausstellung.